Hallo und herzlich willkommen zu einem Unboxing der Sennheiser SP20ML. Wir haben in der Verpackung einmal die Speakerphones, eine Kurzanleitung und Sicherheitshinweise zum Produkt. In der mitgelieferten Schutzhülle, auf welches das Sennheiser-Logo befindet, ist das Gerät drin. Das Design des Sennheiser Speakerphone ist sehr dezent und edel und wirkt von der Haptik als auch von der Optik sehr hochwertig. Es besteht aus Metall, aber auch aus angenehmem Plastik. Zu den Funktionen kann man sagen, dass mit diesem Lautsprecher Konferenzen geführt werden können, indem man auch Telefonate annehmen, ablehnen, die Lautstärke lauter, sowohl auch als auch leiser stellen kann und einen Mute-Button. Des Weiteren befindet sich in diesem Gerät ein USB-Kabel, mit dem man für Microsoft Links weitere Telefonate geführt werden können und ein 3,5 mm Stecker fürs Musik hören oder zum Verbinden am Computer. Von etwa 190 Gramm Gewicht wiegt es kaum etwas und von einer Laufzeit von ungefähr 20 Stunden kann man sich nicht beklagen. Kommen wir zum Soundtest. Sobald wir den 3,5 mm Audiostecker in unser Gerät einstecken, wird diese LED erleuchten, die während der ganzen Benutzung leuchtet. Ein Anschalten manuell gibt es nicht. So, das ist der Soundtest. Zum Klang können wir sagen, dass er wirklich hervorragend ist, verglichen mit einem Bose Soundlink Mini ist es wirklich besser, meiner Meinung nach. Und somit kann man diesen HD-Sound wirklich zum Musik hören oder wie Sennheiser das für Konferenzen vorschlägt, sehr gut benutzen. Kommen wir zum Fazit. Der Sennheiser SP20ML soll in der kleinsten Variante ab 190 Euro erhältlich sein und ist nach unserer Meinung nach den Preis wert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Daumen nach oben und wir würden uns darüber freuen, wenn ihr uns abonniert.